gehen, aber die Löwen. Und da ist die Scheibe noch nicht im Tor. Sie war doch schon durchgekullert. Und jetzt kommt der Kick. Scharipov ohne Maske. Das würde ich gerne noch mal in der Wiederholung sehen. Warum war die Scheibe da nicht über der Linie? Einfach vorbeigeschossen. Sie fällt neben das Tor. Mann, war das knapp. Und dann gibt es da noch mal. Harter Check da, da bleibt, er kommt jetzt doch hoch. Hier sehen wir nochmal diese wunderbare Möglichkeit. Pfosten. Max Faber gefährlich. Und Save von André Jüchow. Schuss, gut pariert. Ja, so spielt man sich hier als Goalie in die Herzen der Fans. Erste Ilja, Sprechchöre in der Eissporthalle. Breitkreuz steht da genau richtig. Alpha springt Chaos im Torraum. Strafe angezeigt gegen die Gäste. Jean Bella muss raus. Ja, da kommt er auch von hinten, da räumt er der Breitkreuz um. Da springt die Scheibe gefährlich vorbei und der Scharipov, die Scheibe noch frei. Und da hat einer die Übersicht. Pistili, aber es wird abgebrochen. Kein Tor. Also das verstehe ich wirklich nicht. Möglicherweise kam da schon der Pfiff, weil der Schiedsrichter gedacht hat, Scharipov hat die Scheibe. Wir sind jetzt da in der Powerplay-Formation. Scheibe läuft noch bei den Steelers. Löwen kommen da nicht dran. Die Gäste machen es gut und da ist dann die Scheibe ziemlich schnell aufs Tor gebracht. Tor! 1:0 für die Gäste. Wetter war es, glaube ich. Der steht da mittendrin, hält den Schläger in diesem Schuss, Pass, was auch immer. Und Ilja André Jüchow ist da überrascht. Völlig überrascht. 1:0 für die Gäste. So genau das Zuspiel. Ein bisschen Tempo rausgenommen. Platz, da ist Platz! Der zockt und der macht ihn rein an die Kerle! Der Ausgleich für die Löwen, 1:1. McNeely versucht noch was zu retten, aber an die Kerle war schneller, 1:1. Elefantenrennen. Und der greift da in den Korb, in die Maske von Ilja André Jüchow. Hilf mir, entschuldigt ihn. Da hat er im Eifer das Gefecht. Gefechts die falsche. Den falschen erwischt. Ja, jetzt ist es.
Riucho geschlagen zum zweiten Mal. Tor für Bietigheim. Holen sich den Rebound da und gehen wieder in Führung. Der genau richtig stand. Mit der Rückhand. Chippte ihn da rein. Zwölftes Saisontor für Alexander Preibisch. Hatte der Samboni beim Eismacher zugeschaut. Und da ist der André Mitchell! André Mitchell mit dem Ausgleich! Das Wackelkönnen über, nein, er hat die Scheibe angenommen und direkt um Scharipov hingehört. Glänzt der Ausgleich, 2:2. 1,5 Minuten gespielt. Im Schluss, Drittel, Adam Mitchell, sein 13. Saisontor. Zu leichtfertig. Auf der anderen Seite die Gäste schon verzögert. Ja. André Juchow hält die Scheibe da fest. Wichtig. Und das ist das, was ich vorhin ansprach. Und abseits. Der hat genau gepasst, oben links in die Ecke. Norman Hauner mit der erneuten Führung für die Gäste. Den hat er sich ausgesucht. Direkt über die Schulter. Keine Chance für den Schlussmann. Der Löwen. Und 6:18. Vor dem Ende der regulären Spielzeit steht es 3:2 und Norman Hauner mit seinem 13. Saisontor. Viel Verkehr. Lewandowski verzögert extrem lange. Ja, was macht er? Keine Anspielstation an den Pfosten. Toussignan kriegt einen harten Check, keine Strafe. Ah, die wollte er haben, hätte er eigentlich auch haben müssen. Und Charipov lässt da die Scheibe frei. Toussignan mit da umgerannt. I'm okay, habe ich da von den Lippen ablesen können. Da sehen wir es mal. Hart eingestiegen. Aber auch das keine Strafe. Ja, heute knappe Niederlage 2:3. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich finde eigentlich, dass wir das ganze Spiel auch besser als sie waren. Wir haben ein paar heiße Chancen, machen sie nicht rein und kriegen halt am Ende bitter das Überzahltor rein und schaffen es dann nicht mehr am Ende zurückzukommen. Heute hat Ilja sein erstes Spiel hier für die Löwen gemacht. Wie hast du ihn gesehen? Ich fand, er hat eine gute Leistung abgeliefert. Also wir sind sehr zufrieden mit ihm. Schade, dass wir für ihn jetzt nicht gewinnen konnten, aber sehr zufrieden. Ja, jetzt geht's am Sonntag nach Bayreuth. Was ist bis dahin zu tun? Regenerieren, morgen nochmal trainieren?
ja, jetzt weitermachen, morgen Videoanalyse machen, uns aufs nächste, auf Sonntag vorbereiten und dann 3 Punkte holen. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.